FSK 93 mit der Sendung Explosion des globalen Antisemitismus, die Hartnäckigkeit eines Diabolischen. Heute wird es darum gehen, Kriterien zu finden, um in der Geschichte des linken Antisemitismus Ideologeme, Aspekte selbstkritischen Denkens, aber auch des autoritären Marxismus, die Ursprünge aufsuchen zu können. So wie wir in den höher entwickelten ökonomischen Strukturen die Elemente der nicht so weit entwickelten als Schlüssel verwenden können, können wir das auch hier. Ich erinnere an Marx, der dies einmal mit der Evolution verglichen hat. In der Anatomie des Menschen ist ein Schlüssel zur Anatomie des Affen. Die Andeutungen auf Höheres in den untergeordneten Tierarten können dagegen nur verstanden werden, wenn das Höhere schon bekannt ist. Die bürgerliche Ökonomie liefert so den Schlüssel zur Antiken etc. Keineswegs aber in der Art der Ökonomen, die alle historischen Unterschiede verwischen und in allen Gesellschaftsformen die bürgerlichen sehen. Mit diesem Zitat wird jeder, der mal Marx gelesen hat, wohl vertraut sein. In mancher Hinsicht wäre das auch zu modifizieren, weil da von Unter- und Überordnung die Rede ist, weil dies einen zu forschen Fortschrittsbegriff impliziert, der das Moment von Verfall, das sich historisch ereignen kann und auch ereignet hat, noch unzureichend einbegreift. Die Revolution wird wohl heute kaum jemand als Lokomotive sehen, eher mit Walter Benjamin als Bremse, die eine unheilvolle Entwicklung stoppt. Hier geht es aber mehr darum, im Späteren nach dem Schlüssel zu suchen, der uns das Verständnis des heutigen Antisemitismus in der Linken, auch in der Geschichte linker Theorie und Praxis der letzten Jahrhunderte, zu verorten. Bevor ich auf eine empirische Studie zum Antisemitismus in der Linken eingehe, möchte ich noch auf eine Ausstellung zum Thema Israelis und Deutsche hinweisen, dessen Eröffnung ich gestern beiwohnte, die in der Hamburger Handelskammer zu sehen ist, die auch viele Aspekte der Politik seit 1949 hinsichtlich des Verhältnisses der Bundesrepublik zu Israel anhand von Gesprächen mit Zeitzeugen unter anderem verdeutlichen kann. Wer mal in der Nähe der Handelskammer ist, sollte mal hereinschauen, zumal es nichts kostet und man in 1 bis 2 Stunden einen kurzen Überblick bekommt, der auch den linken Antisemitismus, wie er nach dem Junikrieg oder Sechstagekrieg sich entwickelte, in den Kontext der gesamten Geschichte der BRD stellt und auch für die Geschichte eine Gedächtnishilfe bietet. Insbesondere die Hemmungen deutscher Politiker in Rücksicht auf Geschäfte mit arabischen Staaten, überhaupt diplomatische Kontakte mit Israel aufzunehmen, in der Zeit, wo die Linke ja noch Israel positiv sah und eher romantisierte und Kibbutz und Strände alles andere als boykottieren wollte, findet in der Ausstellung Raum zum Nachdenken. Also guckt euch das an, es kostet nichts und überfordert auch niemanden. Aber nun zu einer empirischen Studie, die Maximilian Elias Imhoff im Rahmen einer Magisterprüfung erstellt hatte, die bis dato noch keine Konkurrenz erhalten hat und als Antisemitismus in der Linken, auch als Buch, wenn auch etwas nicht so ganz günstig, zu haben ist. Was um die 28 Euro. Dort macht er im linken Lager, wenn man so reden will, um die 17% Personen mit einem verdichteten antisemitischen Weltbild aus. Der Autor reduziert sein Antisemitismusverständnis nicht auf die Feindschaft gegen Juden als Juden, sondern bezieht auch die pauschale und übertriebene Kritik an der Politik des Staates Israel mit ein, die wir ja auch schon als Schuldabwehr-Antisemitismus oder sekundären Antisemitismus bereits in den Blick bekommen haben. Wir haben uns auch schon damit beschäftigt, dass es nicht so ist, dass antisemitische Einstellungen ausschließlich bis hauptsächlich im politischen Spektrum rechts angetroffen werden. Eine Judenfeindschaft von links haben wir auch gesehen, obwohl sie von manchen Linken für unmöglich gehalten wurde. Und seitdem diese Frage in einer immer breiteren Öffentlichkeit und wie an den Universitäten in entsprechenden sozialwissenschaftlichen Disziplinen kontrovers diskutiert wird, nicht mehr nur in einem wachsenden Kreis von Linken, den Rechte das Etikett Antideutsch aufgeklebt hatten und einige, der sich auch
Ideologiekritiker sich nennenden Linken sich zeitweilig den Namen zu eigen gemacht haben. In empirischen Untersuchungen ging das wissenschaftliche Vorurteil meist von einem eindeutigen Links-Rechts-Gefälle aus, nach der Judenfeindschaft desto stärker vertreten sei, je weiter eine politische Position rechts gerichtet ist. Nicht leugnen kann man judenfeindliche Einstellungen bei der Kommentierung der Rolle des Staates Israel im Nahostkonflikt, weil je näher der Forscher hinblicke, desto fremder ihm judenfeindliche Grundpositionen entgegenblickten. Als in der Linken insbesondere antinationalistischer Provenienz in den 80er und 90er Jahren Kritik an solcher linken Judenfeindschaft auftauchte, sei es in Freiburg, Lüneburg, Berlin, Wien oder Hamburg, suchten die Linke, die eigentlich sich hätten schämen müssen, ob ihres Antisemitismus, kam dann doch mehr Rationalisierung mit dem Nahostkonflikt zustande. Womit die Einleitung der Publikation der Studie beginnt, ist allerdings ein Fall, der schlecht mit dem meist selbstverschuldeten Elend der Palästinenser wegrationalisiert werden kann, nämlich das gescheiterte Attentat am 9. November im jüdischen Gemeindehaus in der Fasanenstraße, der im Umfeld von antiimperialistischen Antizionisten wie Dieter Konzelmann, dem manche das zuschreiben. Der Politclown, der ja mal Sätze hervorbrachte wie: Was geht mich Vietnam an? Ich habe Orgasmusprobleme. Oder: Die Deutschen hätten einen Judenknacks, gehörte zu der Variante von Antifaschisten, die nun gegen Juden und den Staat Israel als dem Staat und den Juden meinen, kämpfen zu müssen. Tat war keineswegs isoliert zu sehen. Die Selektion von Juden in Entebbe, die Begrüßung des Olympia-Attentats gegen israelische Sportler durch Ulrike Meinhof, die Beteiligung der Rote Armee-Fektion beim Mordanschlag gegen russische Juden und. Und das alles begründet mit Israels angeblichen Nazifaschismus. Eine jüdische Gemeinde zu versuchen, in die Luft zu jagen, für einen Befreiungsschlag gegen die faschistisch-imperialistische Welt zu halten, ist ja auch für sich genommen irre genug. Dass aber Antizionismus sich gegen Juden richtet, die mit der Staatsgewalt Israels überhaupt nichts zu tun haben, allenfalls, dass diese, wenn es nötig ist, diesen Menschen Schutz bieten wird, belegt ja ohnehin schon, dass Zulmänner und Meinhof schon eher einen Judenknacks hatten, aber nicht, wie das Kunzelmann damals meinte. Auch Ereignisse wie die Verhinderung der Filmaufführung des Films Pourquoi Israel, also Warum Israel, von Claude Lanzmann in Hamburg, oder die Teilnahme von Abgeordneten der Partei Die Linke am Versuch, mit einer Flottille die Seeblockade des Gazastreifens zu brechen, waren Motivation zu der Studie von Maximilian Elias Imhoff. Der Titel heißt Antisemitismus in der Linken, Ergebnisse einer quantitativen Befragung aufzeigen. Deren Zentrum bildet die Auswertung einer Datenerhebung in Form von 218 komplett ausgefüllten Fragebögen. Das ist schon eine gehörige Anzahl für eine Erhebung in einem Lager, das mittlerweile klein geworden ist. Die Operationalisierung des Antisemitismus, das soll heißen, die Messung entsprechender Einstellungen in Form eines Score, ist für den Gegenstand neu, weil der spezifische Antisemitismus der Linken vorher nicht untersucht wurde, wie der Autor betont. Er schreibt, eine quantitative Befragung unter Linksradikalen zum Antisemitismus ist ein Stück weit Pionierarbeit, denn Antisemitismus wurde meines Wissens noch nicht derart untersucht. Der Vorteil ist, dass eine auf Linke zugeschnittene Befragung im Gegensatz zu allgemeinen Befragungen zum Antisemitismus in der Gesamtbevölkerung sich voll auf die linken Besonderheiten einlassen kann. Bei einer solchen Untersuchung muss der Forscher forsch und verhalten sein wie ein Verhaltensforscher und erst einmal linke Publikationen studieren, einschlägige Zeitungen oder Zeitschriften, die von Linken gelesen bzw. produziert werden. Darauf wird nachher noch ein bisschen eingegangen. Daran bildet er dann doch noch erst einmal Hypothesen für Kernsätze, an denen man spezifisch linksdeutsche oder linksantisemitische Einstellungen erkennen kann, um dann anschließend über Fragebögen deren quantitative Verbreitung festzustellen. Auch werden zumindest Definitionen der Institutionen, die ansonsten sich mit uns
linksradikalen Beschäftigten die Ämter des Verfassungsschutzes einbegriffen. Diese verwenden meist den etwas im Auge von Linken etwas zu optimistischen Begriff des Linksextremismus, der so etwas wie eine Rechts-Links-Polarität suggeriert, in der beide Lager gleichgewichtig seien. So eindeutig, gar treffsicher erscheint mir, um den Autoren wohl auch nicht, die Definition, die der Verfassungsschutz verwendet, die er aber dennoch zitiert, aber sich nicht so ganz zu eigen macht. Linksextremisten, schreibt er, sind erklärte Gegner der Staats- und Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland. Je nach ideologisch-politischer Orientierung wollen sie stattdessen eine sozialistische bzw. kommunistische oder eine herrschaftsfreie Gesellschaft etablieren und orientieren ihr politisches Handeln an revolutionär-marxistischen oder anarchistischen Ideologien. Revolutionär-marxistische Organisationen setzen auf traditionelle Konzepte eines langfristig betriebenen Klassenkampfes. Das anarchistisch geprägte Selbstverständnis der sogenannten Autonomen ist getragen von der Vorstellung eines freien, selbstbestimmten Lebens in herrschaftsfreien Räumen. Entsprechend wird jede Form staatlicher und gesellschaftlicher Normen abgelehnt. Naja, was soll man vom Verfassungsschutz erwarten? Erstmal sind sie ein bisschen hinter dem Mond und haben die letzten Jahrzehnte Entwicklung nicht so ganz mitbekommen, aber das der Autor kommentiert das dann noch weiter. Die Ziele der radikalen Linken können demzufolge nur grob bestimmt werden, um ihrer Diversität gerecht zu werden. Denn die radikale Linke ist kein monolithischer Block. Sie besteht aus vielen untereinander sogar verfeindeten Gruppen. Wie immer auch ihre politischen Kämpfe und Ziele gestrickt sein mögen, ob sie sich als Anarchisten, Kommunisten, Sozialisten oder etwas ganz anderes bezeichnen, gemein muss ihnen die Stoßrichtung sein. Ohne Gemeinsamkeit gäbe es keine Notwendigkeit, sie als Gruppe zusammenzufassen. Als kleinster gemeinsamer Nenner finden sich zwei Punkte, die aus linker Sicht nicht unabhängig voneinander gedacht werden können. Erstens der Wunsch nach der Überwindung der bestehenden kapitalistischen Gesellschaft. Zweitens die Etablierung einer egalitären und klassenlosen Gesellschaft. Marx selbst hielt dies fest, indem er das Gemeinsame aller Sozialisten, darunter verstand er gleichermaßen alle proletarischen Strömungen wie Anarchisten, Frühsozialisten und Kommunismus, was nach heutigen Maßstäben vergleichbar mit den Linksradikalen wäre, folgendermaßen zusammenfasste. Alle Sozialisten verstehen unter Anarchie dieses: Ist einmal das Ziel proletarischer Bewegung, die Abschaffung der Klassen erreicht, so verschwindet die Gewalt des Staates, welche dazu dient, die große produzierende Mehrheit unter dem Joche einer wenig zahlreichen ausbeutenden Minderheit zu halten, und die Regierungsfunktionen verwandeln sich in einfache Verwaltungsfunktionen. Das ist aus dem MEW 551. Nun bin ich ja auch schon älter und kenne diese Dinge noch, weil wir das alles gelesen haben mussten. Heute erscheint das ja, wenn es überhaupt noch erwartet wird, gar in naher Zukunft. Doch etwas utopisch im schlechten Sinne von Utopie des Auspinselns der Zukunft. Aber in einem groben Sinne grenzt das jedenfalls den Gegenstand ein. Wir nehmen nun mal das grobe Ergebnis vorweg, um dann zu konkretisieren, welche Hypothesen, die Imhoff aufstellte, sich verifizierten. Also das Ergebnis wird sein, die Faktorenanalyse hat gezeigt, dass alle erhobenen Items eng miteinander zusammenhängen. Es gibt keine bestimmten Facetten linker Israel- und Judenabneigung. Es ist demnach nicht möglich zu sagen, es gebe zum Beispiel bestimmte Elemente des sekundären Antisemitismus, die Linke nicht für sich übernehmen. Nicht ein einziges der antisemitischen Items hängt nicht mit dem Faktor, den man Antisemitismus oder angepasst an den linken anti-imperialistischen Jargon Israel-Kritik nennen könnte, zusammen. 21% der Linken der Stichprobe besitzen Abgrenzungsprobleme nicht nur zu einzelnen antisemitischen Ressentiments, sondern zu der Verdichtung dieser Ressentiments zum Antisemitismus. Bei weiteren 17% verdichten sich diese Ressentiments durch hohe Zustimmung zu den einzelnen Items,
tatsächlich zu einem Antisemitismus. Das Ergebnis ist dann auch, dass die Israel-Kritik pro-palästinensischer Linker häufig nach altbekannten antisemitischen Mustern funktioniert oder zumindest von ihnen nicht abzugrenzen ist. Und weiter heißt es, je einseitiger die Solidarität der palästinensischen Seite gilt, desto deutlicher antisemitischer die Denkweise. Mitgefühl für die Palästinenser und Hass gegen die Israelis, weil die Perzeption Israels emotional, kognitiv aufgekocht ist, sind demnach häufig sehr eng miteinander verbunden. Hiermit habe ich erstmal also den Terminus a quo und Terminus ad quem grob umrissen. Also den Ausgangspunkt, den er nimmt und worauf er hinausgehen will. Welche Fragen nun konkreter sich stellen, wird in 10 Punkten vom Autoren umrissen, die er im gewissen Sinne das, was Horkheimer Ticketdenken nennt, abfragt. Ich lese mal diese Sätze aus der Liste vor und erläutere sie, falls sie erläuterungsbedürftig sind. Also diese Forschungsfragen zu Merkmalen des Antisemitismus. Nach dem Stichwort Medienmacht wird erfragt, wie stark wird der Einfluss von Juden auf die Medienlandschaft eingeschätzt? Unter dem Stichwort Tabu. Gibt es den Glauben an ein Tabu, Israel oder jüdische Institutionen zu kritisieren? Dann das homogene Kollektiv. Werden Juden zu einem homogenen Kollektiv zusammengefasst? Stichpunkt Gleichsetzung von Opfern und Tätern. Wird das Verhalten Israels mit den Verbrechen des Nationalsozialismus verglichen? Das haben wir ja bei der Schuldabwehr schon häufiger feststellen können. Nicht? Sind die anderen auch schlimm, sind wir umso besser. Schuldzuweisung. Wird angenommen, dass Judenhass vor allem durch das Verhalten Israels, jüdischer Institutionen oder Personen gefördert wird? Das kannten wir ja auch schon von Rosenberg, Goebbels, ja, wen man will, von den Propagandisten der Nazis. Instrumentalisierung. Wird den Juden vorgeworfen, die deutsche Geschichte zu instrumentalisieren? Das kennen wir auch zu Genüge, nicht? Dass die Juden große Geschäfte damit machen, weil sie mal Opfer geworden sind, dieser Vorwurf. Im Antisemitismus zieht sich das durchgängig durch. Und das gilt natürlich auch für den neueren Antisemitismus, der den Juden unter den Staaten meint. Kontrafaktizität ist ein weiteres Stichpunkt. Stimmen die befragten kontrafaktischen Äußerungen oder Mutmaßungen zu Israel, jüdischen Institutionen, Bräuchen oder Personen zu? Und dann die Antithese. Glauben die Befragten, dass Israel oder jüdische Institutionen der emanzipatorischen Entwicklung der Welt mehr im Wege stehen als andere Staaten? Nicht, wir haben ja so einige hundert Staaten in der Welt und dass sich eine Kritik ausgerechnet einem Staat, der etwa so groß wie Hessen, auf jeden Fall kleiner als Bayern ist. Warum macht das sich an so einem Ministaat fest? Nicht? Und unrechtmäßige Aneignung. Besteht die Annahme, die Juden besitzen mehr Geld, als ihnen zustünde? Gut, das sind also so Fragestellungen, die dann mit Fragebögen erfasst werden sollen. Zu diesem Zweck hat der Autor dieser Studie 13 Hypothesen gebildet, die teilweise auch noch Unterhypothesen enthalten. Dann wären es 21, aber das sind 13, also Hauptthemen. Im Vorspann zu Hypothesen zum Antisemitismus im engeren Sinne heißt es, ein linker Antisemitismus sollte sich anhand von Israel-Kritik äußern. Das heißt, Israel-Kritik ist
eines der Indikatoren für linken Antisemitismus. Damit geht einher, dass einerseits Israel mit antisemitischen Ressentiments, die im Antisemitismus gegen die Juden gerichtet sind, beschrieben wird. Das kann man leicht sehen, nicht? Also selbst traditionalistische Vorwürfe wie Brunnenvergiftung und solche Dinge, die tauchen dann plötzlich auf, nicht? Dass die Juden dann Wasserdiebe seien und solche Sachen. Alles Dinge, die man näher besehen und wirklich untersucht, dann verneinen muss. Darüber hinaus wäre zu erwarten, wenn es wirklich einen Antisemitismus gibt, dass die Kritik nicht nur beim Staat Israel stehen bleibt, sondern sich auf Bereiche ausweitet, die mit dem Staat Israel nichts zu tun haben. Demnach wird nicht nur Israel zum Objekt der Projektion antisemitischer Ressentiments, sondern ebenso werden es Juden außerhalb Israels und die israelische Bevölkerung. Gleich komme ich zu den Hypothesen. Es hat nicht so allzu viele Rezensionen des Buches gegeben. Eine der schlimmeren, die eigentlich nur ein Interesse an Apologetik des ihres eigenen Antisemitismus hatte, war damals von Sabine Schiffer, nicht, die ein angebliches Institut hat, das aber auch nur aus ihr besteht. Aber jetzt nun zu den Hypothesen. Die erste ist, antisemitische Israel-Kritik hängt zusammen mit antisemitischen Ressentiments, die sich nicht auf das Handeln Israels beziehen. Zum Beispiel Medienmacht der Juden. Nicht? Also das kennen wir ja heute, da wird immer von Lügenpresse geredet, nicht? Und manchmal versteigt sich das dann ja auch in den Judenpresse, wie das ja schon in der Weimarer Republik von den Nazis betrieben worden ist. Macht jüdischer Organisationen außerhalb Israels. Dann die zweite Hypothese. Antisemitische Israel-Kritik hängt zusammen mit einer mangelnden Differenzierung zwischen der israelischen Bevölkerung und den Taten von Regierung und Armee. Die dritte Hypothese, antisemitische Israel-Kritik hängt zusammen mit antisemitischen Äußerungen, die sich direkt gegen Juden wenden. Die Hypothesen werden nachher nochmal durchgegangen in Hinsicht dessen, was dann tatsächlich sich durch die Umfragen verifiziert hat. Ist ein weiterer Block von Hypothesen, Hypothesen zur Diffusion genannt. Also die Typen von Linken, die für Antisemitismus anfällig sind, nicht von der Linken im Allgemeinen, sondern von besonderen Linken, ist eine Affinität zum Antisemitismus zu erwarten. Denn es gibt linke Ideologien wie ein marxistisch-leninistischer geprägter Antiimperialismus, die von der Struktur her Ähnlichkeiten zum Antisemitismus aufweisen. Da nun angenommen wird, dass der Antizionismus der Linken ein Antisemitismus ist, müssten demnach Antizionisten Antisemiten sein. Außerdem wird die antizionistische Ideologie als Teil der antiimperialistischen Ideologie angenommen. Wie eng Palästina-Solidarität und Antisemitismus zusammenhängen, ist sicherlich eine interessante Frage. Lässt sich tatsächlich durch Antisemitismus erklären oder ist die Linke aus anderen Gründen pro-palästinensisch? Also jetzt zu den vier Hypothesen, also Hypothese 4. Unter den Linken neigen besonders Antizionisten zum Antisemitismus. Hypothese 5. Unter den Linken neigen marxistisch-leninistische Antiimperialisten besonders zum Antisemitismus. Und weiter. In marxistisch-leninistischen Gruppen, Organisationen oder Parteien organisierte Linke neigen eher zum Antisemitismus als dort nicht organisierte Linke. Und Hypothese 7, dann Palästina-Solidarität hängt zusammen mit Antisemitismus. Das sind natürlich Dinge, die dann so eine Rezensentin wie die Schiffer natürlich abwehren muss, nicht? Zumal sie einige Dinge ja da auch teilte, nicht? Das war aber auch nicht anders zu erwarten, dass eine Antisemitismusstudie zu Abwehr führt.
Und jetzt kommt es noch zu weiteren Hypothesen, also zu politischen Ansichten, die mit Antisemitismus korrelieren, also die in einem engen Zusammenhang stehen. Ursache und Korrelation wird in der Sozialwissenschaft natürlich getrennt gehandhabt. Es kann manchmal Kausalität vorliegen, aber korreliert heißt dann erstmal, dass es einen Zusammenhang gibt von Daten, die durch eine Faktorenanalyse, wie man das ja so üblicherweise macht, nicht einen engeren Zusammenhang stehen. Nicht? Also ein bestimmter Typus beantwortet beispielsweise zwei Fragen immer identisch. Dann spricht das zumindest schon mal für einen Zusammenhang. Einige dieser Sachen kann man übrigens bei Wolfgang Ports empirischer Studie zum potenziellen Faschismus der Deutschen auch nachlesen, wo er diese Statistik-Sachen und so weiter etwas einfacher erläutert. Das ist natürlich ein bisschen auch ein Hemmnis für das Buch, dass da so statistische Dinge da viel gehandhabt werden und das so fürs allgemeine Publikum natürlich erstmal aufbereitet werden müsste, nicht? Was ich jetzt nur ein Stück weit realisieren kann. Aber jetzt zu den Hypothesen, zu den politischen Ansichten, die mit Antisemitismus korrelieren. Wenn die angestellten Überlegungen in Gänze aufgehen, sind die ausgemachten Zusammenhänge zwischen den linken Typen und Antisemitismus im Prinzip nur ein anderer Ausdruck zur Beschreibung der Korrelation von politischen Ansichten und Antisemitismus. Denn dem Leninismus wird vorgeworfen, Kapitalismuskritik strukturell antisemitisch zu formulieren. Das bedeutet hier, die Kapitalismuskritik sei personenbezogen, rücke Einzelne als Übeltäter in den Vordergrund. Den auf Lenins Imperialismustheorie basierenden Imperialismus wird ein völkisches Denken unterstellt, das, sofern vorhanden, Antisemitismus fördern sollte, weil es eine Ähnlichkeit zu rechten Denkweisen besitzt. Außerdem ist anzunehmen, dass Israel bei völkisch Denkenden nicht selbst als Verkörperung des Selbstbestimmungsrechts eines Volkes gesehen wird. So denn als Hindernis für das Selbstbestimmungsrecht eines anderen, des Palästinensischen. Ich muss dann doch mal das Fenster hier schließen. Das ist zwar unprofessionell, aber es ist da laut geworden. Da bin ich wieder in gewohnter Qualität. Anhand der Globalisierungskritik zeigen sich Indizien, dass auch Linke einer rückwärtsgewandten Kritik verfallen. Insgesamt ist von Antisemiten zu erwarten, dass sie über eine sehr simple Weltsicht mit entsprechender vulgärer Kritik verfügen und der Antisemitismus entsprechend als Mittel der Komplexitätsreduzierung dient. Wir kennen das natürlich auch von den Antisemiten des 19. Jahrhunderts. Die profilierten sich auch mit einer Kapitalismuskritik, die das Ziel hatte, die modernen Entwicklungen aufzuhalten und an einem veralteten Produktionsverhältnis festzuhalten. Im 19. Jahrhundert gab es da ja auch in konservativen Kreisen eine Kapitalismuskritik, nicht vor allen Dingen von Modernisierungsverlierern. Also bevor solche Leute wie Eugen Düring, Wilhelm Marr und Otto Glagau ihre Mehr am Gründungsschwindel und solchen Dingen ihren Antisemitismus, den sie auch so nannten, also festmachten. Jetzt zu den Hypothesen, die
hier abgefragt werden. Also Antisemitismus hängt mit einer rückwärtsgewandten Kapitalismuskritik zusammen. Und 9, Antisemitismus hängt mit einer personalisierten Kapitalismuskritik zusammen. Dann Antisemitismus hängt mit einem völkischen Denken zusammen und Linke, die das Selbstbestimmungsrecht der Völker gutheißen, halten Israel und die israelische Nation für künstliche Gebilde. Nicht also ausgerechnet bei einem der kleinsten Staaten meinen sie, das Selbstbestimmungsrecht würde dann ja nicht gelten. Nicht? Und eine weitere Hypothese, die anti-imperialistische und antizionistische Linke neigen zu einem völkischen Denken. Dann kommen Hypothesen also zu den Massenmedien und zur Medienrezeption. Das war übrigens bei allen klassischen Formen des modernen Antisemitismus seit dem 19. Jahrhundert der Fall, dass angeblich die Juden also die Presse besitzen. Wenn Linke, die zu Antisemitismus tendieren, tatsächlich ein einfach gestricktes Weltbild besitzen, ist zu erwarten, dass sie die bürgerlichen Medien als Bewusstseinsindustrie wahrnehmen und glauben, dass diese die Menschen stark beeinflusst und dafür Sorge trägt, dass sie ihre wahren Interessen nicht erkennen. Darüber hinaus könnte es sein, dass sie glauben, von der Manipulation nicht betroffen zu sein, sondern im Gegenteil die Dinge viel besser zu durchschauen. Das wäre eine Parallele zum Antisemitismus, bei dem angenommen wird, dass die Juden im Hintergrund manipulativ auf die Menschen einwirken und nur wenige, nämlich die Antisemiten, es bemerken. Eine große Wahrnehmungskluft zwischen starker Medienmanipulation der anderen und kaum vorhandener Eigenbeeinflussung, also eine Third-Person-Perception, könnte mit Antisemitismus zusammenhängen. Also jetzt die Forschungsfrage, wird angenommen, dass es eine Manipulation der Menschen in Deutschland durch die Massenmedien gibt? Hypothese 11, also je höher die Manipulationsmacht der Medien eingeschätzt wird, desto stärker die antisemitischen Ressentiments. Und je höher die Third-Person-Perception, desto stärker die antisemitischen Ressentiments. Und dann noch weitere Hypothesen zur Medienrezeption. Bei der Medienrezeption ist zu erwarten, dass Linke sich linke Medien suchen, in denen sie ihre Ansichten wiederfinden. Je nachdem, ob sie sich selbst antisemitischen Ressentiments bedienen, sollten sie sich Medien suchen, die sie in gleicher Weise bedienen. Anhand der Neigung zum Antisemitismus lassen sich verschiedene Lesertypen abgrenzen. Das ist eine Hypothese. Unter den Linken neigen besonders junge Weltleser zum Antisemitismus. Jeder, der das mal längere Zeit mal rezipiert hat, wird dem wahrscheinlich zustimmen, wenn er die Ergüsse von dem mittlerweile verstorbenen Perka gelesen hat und so weiter. Unter den Linken, das ist eine weitere Hypothese, neigen besonders unsere Zeitleser, also die UZ von der DKP, zum Antisemitismus. Und dann eine weitere. Unter den Linken neigen besonders Neues Deutschland-Leser zum Antisemitismus. Und dann auch noch die paar Gegenhypothesen. Unter den Linken neigen besonders Jungle World-Leser nicht zum Antisemitismus. Und unter den Linken neigen besonders Konkretleser nicht zum Antisemitismus. Man kann also sehen, man hätte noch andere Zeitschriften wie die Bahamas oder so dazu nehmen können. Man kann jetzt aber auch also sehen, dass jeder da so seine Lieblingszeitungen hat, die er regelmäßig liest, die ihn hauptsächlich bestätigen.
Nun müssen wir mal dazu kommen. Ich muss da hier nochmal in dem Buch hier blättern. Also welche Hypothesen jetzt auch bestätigt werden. Also drei, die ersten drei, die haben sich dann also bestätigt. Antisemitische Israel-Kritik hängt zusammen mit antisemitischen Ressentiments, die sich nicht auf das Handeln Israel beziehen. Dass dieser Zusammenhang dort untersucht wurde, zeigt übrigens, dass dann solche Rezensionen wie die von Sabine Schiffer schlechtweg dies ausblenden und dann behaupten, hier würde nur der Antizionismus, und der sei ja legitim, wie dann solche Linken meinen, der würde ausschließlich untersucht und das sei dann alles sowieso nur Etikettenschwindel. Das zeigen ja schon die Hypothesen, dass das so einfach eben halt doch nicht ist. Dann die zweite, die auch bestätigt ist, also antisemitische Israel-Kritik hängt zusammen mit einer mangelnden Differenzierung zwischen der israelischen Bevölkerung und den Taten von Regierung und Armee. Und die dritte, also antisemitische Israel hängt zusammen mit antisemitischen Äußerungen, die sich direkt gegen Juden wenden. Das sind also ziemlich starke Korrelationen, wie ich das jetzt aus der Tabelle entnehme, die ich aber lieber nicht, also Zahlen kann man sich so schnell nicht merken. Also es sind starke Korrelationen, die dort entdeckt worden sind. Und dann kommen dann Hypothesen zur Diffusion, also die Typen von Linken, die für Antisemitismus anfällig sind. Dann nehmen wir mal die fettgedruckten, also die Anti-Imperialisten machen da ja einen, weisen einen, den höchsten Zusammenhang mit Antisemitismus auf. Nicht? Also da kann man dann, nicht, also 61 Prozent Satz des Typs und die Antizionisten allgemein natürlich sind natürlich noch höher mit 90%. Nicht? Besser sieht es aus bei Anarchisten und Autonomen übrigens und bei Antideutschen findet man dann 0%, also das ist die Korrelation dann sehr gering. Was aber allerdings nicht verwunderlich ist, da muss man nochmal die Auswahlkriterien nehmen dafür Antideutsche. Also da wurde nicht alles, was irgendwie gegen Deutschland ist oder so etwas als Antideutsche bezeichnet, sondern durchaus also linke Strömungen, die sich in Auseinandersetzung mit Antisemitismus gebildet haben. So versteht sich dann die sehr geringe Zahl. Es gibt natürlich auch vermeintliche Antideutsche, weswegen sich ja einige Antideutsche auch gar nicht mehr Antideutsch nennen, sondern Ideologiekritiker, die das also der Terminus wird heute meistens noch gebraucht, also erst anfänglich waren es Rechte, die Antisemitismuskritiker und nicht, also Antinationale und so weiter, eben halt als Antideutsch nannten, in dem Sinne, dass die also weder rassistisch noch antisemitisch für deren Geschmack war. Nicht? Das,
Und ja, die Hypothese 6 wurde auch bestätigt, also in marxistischen Linien, also ML-Gruppen, Organisationen oder Parteien organisierte Linke neigen eher zum Antisemitismus als dort nicht organisierte. Also das hat sich da also bestätigt. Und die Hypothese 7, also Palästina-Solidarität hängt zusammen mit Antisemitismus, die wurde auch stark bestätigt. Weil also da so Punkte, also Instrumentalisierung der Geschichte, Schuldzuweisung an Juden, Medienmacht, politische Macht, homogenes Kollektiv und diese Sachen, die treten da insbesondere dann auch geballt im Zusammenhang auf. Nicht? Dann drei politische Ansichten, die erwähnt wurden, völkisches Denken, personalisierte Kapitalismuskritik und rückwärtsgewandte Kapitalismuskritik, die treten also auch haben einen hohen Zusammenhang mit antisemitischen Einstellungen. Also Kapitalismuskritik, die eher ein Ressentiment darstellen. Nicht? Also so eine Art Sozialismus, der von Friedrich Nietzsche damals kritisiert worden ist, als ein Ressentiment-Phänomen. Also als ein Ressentiment der zu kurz gekommenen oder so etwas. Nicht? Was natürlich mit Kapitalismuskritik nicht zu verwechseln ist. Und das waren also Antisemitismus, rückwärtsgewandter Kapitalismus, Personalisierung und völkisches Denken und Linke, die Selbstbestimmungsrecht der Völker gutheißen und Israel und die israelische Nation für künstliche Gebilde. Antiimperialistische und antizionistische Linke neigen dann auch zu diesem völkischen Denken. Das ist also alles durchaus bestätigt worden. Dann die Hypothesen zur Massenmedien und zur Medienperzeption. Das war ja mal früher da in der Schule, wurde immer Bild-Zeitungskritik gemacht, nicht? Was aber in manchen Punkten war die Bild-Zeitung häufiger besser als irgendeine linke Publikation wie die Frankfurter Rundschau oder der Süddeutsche Beobachter, Süddeutsche Zeitung oder so etwas. Insgesamt gehen Linksradikale ohnehin von einer sehr hohen Medienmanipulation aus. Das ist klar, man hat das ja auch in der Schule dann nachher, also nach der Studentenbewegung, die sich ja immer gegen die Springerpresse richtete und so, hatte sich das schon eingebürgert, nicht? Und selbst als diese Publikationen sich dann wesentlich veränderten, blieben die Einstellungen dann ja auch, nicht? Wobei die Manipulationsthese ohnehin ideologiekritisch natürlich hinter dem Mond ist. So simpel funktioniert das ja nicht, nicht. Die muss immer bedenken, dass die Manipulationsfähigkeit oder Manipulierbarkeit der Manipulierten ja voraussetzt. Man kann nicht jeden zu etwas beliebigen manipulieren. Das geht überhaupt gar nicht. Und das tun die Zeitungen ja auch nicht. Sie wollen auch manipulieren, also in die Richtung, wie die Leute manipuliert werden möchten. So haben dann auch bei den Linken dann eben ihre Lieblingszeitungen, wo sie da immer Informationen bekommen in die Richtung, die sie gerne haben, die sie bestätigt, was ja dann auch ein Wohlgefühl erzeugt, nicht? Wie wir es wissen.
Also je höher jetzt die Manipulationsmacht der Medien eingeschätzt wird, also desto stärker sind auch die antisemitischen Ressentiments. Das kennen wir dann von den Lügepressenschreien, die wir auch auf der Straße jetzt hörten, nicht? Und auch die Perzeption aus dritter Hand, könnte man sagen, sind die antisemitischen Ressentiments auch stärker. Das vertiefe ich jetzt hier eher nicht mehr, sondern gucke hier noch mal ein bisschen auf die Differenzierung jetzt der untersuchten Leserschaften. Nicht? Da wurden dann drei Lesegruppen sozusagen gefunden. Das ist eine junge Welt, unsere Zeit, Neues Deutschland Lager. Wobei bei Neuen Deutschland wird immer noch ein wenig differenziert in der Arbeit. Aber die Leserschaften, die eher um Antisemitismus neigen, hängen also auf jeden Fall damit zusammen. Das war das Ergebnis. Dann das zweite Leserschaftsgruppe ist dann Jungle World und konkret, also das Gegenextrem könnte man sagen, also beide Leserschaften also, haben geringführen Antisemitismus. Und dann kommt da noch eine dritte Gruppe, die ja eher offen ins bürgerliche Lager ist. Das, nicht die Taz und der Freitag, nicht? Zur damaligen Zeit. Also als da noch nicht der Jakob den Jakob machte. Und dann war da noch ja, die Graswurzelrevolution als eine Zeitung, die in keinem Verhältnis zu den vier großen Zeitungen stand. Übrigens auch mit geringfügigen Neigungen zu Antisemitismus. Also da sind dann einige der Anarchisten, trotz anarchistischen Traditionen in Bakunin, wo der Antisemitismus vorherrschte, sind da etwas herausgefallen. Also es ist, diese Hypothesen wurden dann also durchaus weitgehend also bestätigt. Nicht? Also junge Welt unserer Zeit, Neues Deutschland neigten eher zum Antisemitismus, Jungle World konkret weniger. Das hängt auch mit den Autoren zusammen, die dort über Jahre gearbeitet haben. Obwohl sich das ja auch manchmal dann etwas aufweicht. Aber ich muss aufpassen, dass ich hier auch in der Zeit bleibe. Also so einige Schlüsse und Fragen, die dann aufgeworfen werden. Also erstmal die Faktoranalyse hat gezeigt, schreibt er, dass alle erhobenen Items eng miteinander zusammenhängen. Es gibt keine bestimmten Facetten linker Israel- und Judenabneigung. Also da ist nicht das aufgetreten, was bei Wolfgang Port dann aufgetreten ist, dass es dann solche Konsensskalen gab. Nicht? Also Skalen, wo das alles schon allgemein geteilt wird, nicht so, als ob die faschistische Volksgemeinschaft da schon zusammengeschweißt ist.
Ein Problem war es dann auch demnach nicht, also es ist nicht möglich zu sagen, es gäbe zum Beispiel bestimmte Elemente des sekundären Antisemitismus, die Linke nicht für sich übernehmen. Nicht ein einziges der antisemitischen Items hängt nicht mit dem Faktor, den man Antisemitismus oder angepasst an den linken antiimperialistischen Jargon Israel-Kritik nennen könnte, zusammen. Also 21%, wie anfänglich schon erwähnt, der Linken der Stichprobe besitzen Abgrenzungsprobleme nicht nur zu einzelnen antisemitischen Ressentiments, sondern zu der Verdichtung dieser Ressentiments zum Antisemitismus. Bei weiteren 17, ich hatte schon zitiert, verdichten sich diese Ressentiments durch hohe Zustimmung zu den einzelnen Items, tatsächlich zu einem Antisemitismus. Ja, dann weiter. Es ist deutlich geworden, dass die Israel-Kritik pro-palästinensischer Linke häufig nach altbekannten antisemitischen Mustern funktioniert oder zumindest von ihnen nicht abzugrenzen ist. Also es gibt da so Kontiguitäten, also die Berührungspunkte, die eine Abgrenzung dann schwierig machen. Das geht natürlich besonders solchen Antisemiten gegen den Strich, die meinen, ja, Israel wird immer ja wohl kritisieren dürfen oder so etwas, was natürlich noch nie jemand bestritten hat, dass man mal einen Staat kritisieren kann. Und da das in ausufernder Weise ja ohnehin geschieht, nicht? Ist es dann ja auch so, dass es als Heuchelei gelten kann, wenn dann immer gesagt wird, man dürfe ja hier in Deutschland so etwas nicht tun. Nicht? Das ist überhaupt nicht der Fall. Es wird ständig getan und meistens wird es dann mit der Ankündigung getan, dass man das ja gar nicht dürfte, was man dort tut. Nicht? Dann ist es dann auch, das ist dann eine weitere Frage, nicht? Die richtet sich der Antisemitismus der Linken gegen alle Juden. Nicht? Es gibt also Hinweise, dass jene Chiffren nicht nur eine Analogie darstellen, sondern obendrein auf die Gesamtheit aller Juden verweisen. Das ist natürlich eins der entscheidenden Punkte, dass Antizionismus nicht so ohne weiteres vom Antisemitismus abkoppelbar ist, nicht? Dass sich also herausstellt, dass die Aussagen, denen viele zustimmen, also in engem Zusammenhang stehen. Also eine Ausnahme war dann eine Kluft zwischen der wahrgenommenen Verpflichtung deutscher Juden gegenüber Israel und Deutschland. Die ist nämlich das ist die am schlechtesten und nur leicht mit Antisemitismus korrelierende Variable. Und da sehen wir ja auch, wohin der Hase ja wohl läuft. Nicht? Also die berühmte Schuldabwehr. Also viele Fälle mit besonders hoher Zustimmung im A-Score bewerkstelligen es, in ihren Antisemitismus nicht alle Juden zu inkludieren. Sie scheinen in der Lage zu sein, einen Unterschied zu machen zwischen den zu kritisierenden Israelis und Zionisten sowie den Juden außerhalb Israels, da sie diese nicht per se als stark Israel-solidarisch identifizieren. Die Zurückweisung der Identifizierung der deutschen Juden mit Israel ermöglicht es ihnen, sich selbst vom Vorwurf des Antisemitismus freizusprechen, da sie in ihre Israel-Kritik bewusst nicht alle Juden mit einbeziehen. Juden in Deutschland würden demnach erst Gegenstand der Kritik, wenn sie sich doch im hohen Maße Israel verpflichtet fühlen. Dann aber wäre in ihren Augen die Unterscheidung vermutlich hinfällig. Denn die Befragung hat ergeben, dass die Differenz zwischen Individuen, also Israelis, und Regierung in hohem Maße aufgehoben ist. Kritik an Israel und Kritik an den Israelis scheinen das Gleiche zu sein. Bedenkt man, dass diejenigen mit einem hohen A-Score ein Bild von Israel zeichnen, das dem von Nazi-Deutschland, einem faschistischen und grausamen Staat, gleicht, wird der deutsche Jude vermutlich spätestens dann,
wenn er sich zu Israel bekennt, gehasst, wie ein Jude im Antisemitismus gehasst zu sein hat. Also hier sehen wir dann schon das strategische Moment, nicht? Wenn man dann seinen Antisemitismus durch Israel-Kritik ersetzt hat. Diese Dinge werden ja in ihrem historischen Zusammenhang in den nächsten Sendungen ja dann auch nochmal näher umrissen. Ich werde hin und wieder mal nur auf diese Studie, die erste ist, deswegen natürlich noch nicht vollständig ausgereift, wie man es gerne hätte.